Die neuen Regeln. Das klingt ja schon mal reizvoll. Nein. Doch. Oh. Frag mich, ob das jemals alt wird. Aber genau darum geht es heute. Und zwar um die Regeländerung im Jahre 2021. Doch was hat sich eigentlich geändert? Und viele von euch denken sich jetzt bestimmt, hä? Es gab eine Regeländerung? Genau, es gab eine Regeländerung und die gucken wir uns heute eben an. Doch ihr fragt euch sicherlich, warum mache ich eigentlich ein Video zu dieser Thematik? Naja, ich habe im März 2017 schon bereits ein Video zu Links sammeln gemacht, beziehungsweise ich habe ihm erklärt, wie die Linkbeschwörung funktioniert. Inzwischen, ja, sind sehr viele Jahre vergangen. Ich bin echt alt geworden. Und ja, ich würde sagen, das Video ist nicht wirklich mehr aktuell. Doch bis heute kriege ich immer noch Fragen eben genau zu diesem Video gestellt und ich wollte einfach mal ein bisschen aufräumen und eben alle neuen Regeln einmal erklären, damit das alte Video quasi ein Update hat und zusätzlich werdet ihr einfach informiert. Der ein oder andere wird jetzt natürlich sagen, ja, aber die Regeln sind ja schon seit längerem aktiv, beziehungsweise die kennt man ja schon. Das kann vielleicht sein, jedoch ist es jetzt eben offiziell und die Regeln kann man jetzt nicht mehr in Frage stellen, beziehungsweise man kann eben nicht mehr rumspekulieren. Guten Tag, Mikrofon. Und deswegen gucken wir uns das eben an. Doch was hat sich eigentlich geändert? Naja, man kann das an der Hand abzählen, denn es sind 1, 2, 3, 4, 5 neue Regeln. Aber kommen wir einfach zur ersten Regeländerung. Und zwar, sowohl Exceed als auch Synchro als auch Fusionsmonster dürfen jetzt in der Main-Monster-Zone beschworen werden. Und ja, das gilt schon länger so, aber jetzt ist es eben irgendwie offiziell. Heißt also, alle, die sich damals beschwert haben bei Link-Monstern, ja, jetzt muss man ja Link-Monster spielen. Ja, das Argument gibt es nicht mehr, denn man muss jetzt keine Link-Monster mehr spielen. Erst recht nicht, wenn du ein Synchro-Deck spielst oder ähnliches. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch empfehlenswert, denn Link-Monster haben schon ganz schön stark Effekte. Nicht Apo? Apo, die allerechte? Wie gesagt, diese Regelung ist schon seit langem aktiv, aber Konami wollte das Ganze eben nochmal offiziell festlegen. Wichtig dabei ist natürlich, die Link-Monster sind immer noch so wie vorher. Bedeutet, Link-Monster müsst ihr zuerst in eine Extra-Deck-Monster-Zone beschwören, beziehungsweise in eine Zone beschwören, wo ein Link-Monster eben drauf zeigt. Das gleiche gilt für die Pendel-Beschwörung. Bedeutet, Pendel-Beschwörung dürft ihr eben nur in die eine Extra-Deck-Monster-Zone beschwören oder eben da, wo Link-Monster drauf zeigt. Sprich einfach, diese beiden Mechaniken, also Link- und Pendel-Beschwörung, können eben nicht in die Main-Monster-Zone beschworen werden, es sei denn eben ein Link-Monster zeigt drauf. Kommen wir zu dem nächsten und einfachsten Punkt und zwar Fallenmonster. Das sind Monster bzw. Fallenkarten, die sich eben als Monster beschwören, wie zum Beispiel die Eldlich-Karten. Und hier gibt es eben eine Regeländerung und zwar, dass sie eben keine zaubernden Fallenkartenzone mehr blockieren, wenn sie in der Monsterzone liegen. Bedeutet, wenn ihr eben zum Beispiel ein Eldlich-Monster auf dem Feld habt, sprich eine Golden-Land-Karte in der Main-Monster-Zone, können sie immer noch 5 zaubernden Fallenkarten Set haben. Vorher war das eben offiziell nicht möglich, jetzt ist es offiziell möglich. Finde ich eine sehr gute Änderung, denn sind wir mal ehrlich, es wäre schon ziemlich unfair, wenn man irgendwie die ganzen Zauber- und Fallenkartenzonen blockieren würde. So eben nicht. Man kann 5 Set haben und immer noch Monster in der Main-Monster-Zone. Coole Änderung und stärkt definitiv Eldlich, aber wie gesagt, auch diese Regelung gab es schon vorher und wurde in den meisten Turnieren bereits eh so angewendet. Die dritte Änderung betrifft eigentlich nur Monster, die den Effekt haben, falls diese Karte das Spielfeld verlässt. Bisher war es schon immer so gewesen, dass Monster, die ins Main Deck zurückgemischt wurden und diesen Effekt haben, ihren Effekt einfach nicht aktivieren, da sie quasi das Spielfeld nicht verlassen haben, sondern eben einfach im Deck verschwunden sind. Jedoch galt diese Änderung bisher nicht für Extra-Deck-Monster. Bedeutet, wenn wir zum Beispiel Absolute Zero uns angucken, er sagt ja, wenn er das Spielfeld verlässt, dann darf er eben alle Karten, die der Gegner kontrolliert, zerstören. Und das war eben auch möglich, wenn man ihn zum Beispiel mit Zwangsevakuierungsgerät zurück ins Extra-Deck geschickt hat. Doch jetzt eben mit der neuen Regeländerung triggert sein Effekt nicht mehr. Bedeutet, das betrifft nicht nur Monster, die ins Main-Deck zurückgehen, sondern eben auch Monster, die ins Extra-Deck zurückgehen. Also gilt diese Regel jetzt nicht nur für das Main-Deck, sondern eben auch für das Extra-Deck. Beziehungsweise es wurde jetzt offiziell eben als Deck geändert, heißt sowohl das Main-Deck als auch das Extra-Deck. Ist, finde ich, eine sehr sinnvolle Änderung, denn jetzt ist es einheitlich und man kann es auch viel deutlicher und besser verstehen. Kommen wir zur vorletzten Änderung. Und da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen tiefer reingehen. Hierbei handelt es sich um Monster, die eben den Effekt haben, dass sie nur einmal beschwört werden können. Hierbei kann man so als Beispiel nehmen Sky Striker bzw. die Sky Striker Link Monster. Sie sagen ja alle, sie können nur einmal pro Spielzug Spezialbeschworen werden. Und ja, auch Link Beschwörung zählt als Spezialbeschwörung. Doch was hat sich hierbei eigentlich geändert? Naja, früher war es so, dass wenn man zum Beispiel ein Sky Striker Link Monster beschworen hat und dieser mit Fire
feierliches Urteil annulliert wurde, durfte man dieses Link-Monster nicht nochmal beschwören. Bedeutet also, auch eine versuchte Beschwörung gilt eben als Beschwörung. Doch genau das wurde jetzt eben geändert. Eine versuchte Beschwörung zählt nicht mehr als Beschwörung. Was ja auch irgendwie logisch ist, denn diese Karte hat ja nie das Feld erfolgreich betreten. Doch genau das wurde jetzt geändert. Wenn ihr zum Beispiel versucht, ein Skystriker-Link-Monster erfolgreich zu beschwören und das eben verhindert wird, könnt ihr das Ganze eben nochmal tun und nochmal tun, bis das Ganze eben gelingt. Ja, super Wortspiel. Diese Änderung finde ich auf jeden Fall sehr gelungen, denn ich fand es schon immer sehr unlogisch, dass eine versuchte Beschwörung eigentlich als Beschwörung zählt, denn es hat ja einfach nicht geklappt. Heißt also, das wurde jetzt geändert, finde ich wie gesagt sehr, sehr gut, denn nur eine erfolgreiche Beschwörung zählt eben auch jetzt als Beschwörung. Wichtig zu erwähnen ist, dass dies hier auch für Restriction bei Zauber- oder Fallenkarten oder eben auch Monster-Effekten gilt. Wenn auf der Karte zum Beispiel steht, du darfst in diesem Spielzug keine Normal- oder Spezialbeschwörung durchgeführt haben, zählt das eben nicht, wenn eine Normalbeschwörung aufgehalten wurde. Bedeutet also, falls ein Monster versuchen zu normal zu beschwören, die dann zum Beispiel durch feierliches Urteil aufgehalten wird, können wir immer noch eben so eine Zauberkarte aktivieren, die sagt, du darfst in diesem Zug keine Normalbeschwörung durchführen. Obwohl du es ja versucht hast, hast du es ja quasi nicht geschafft und deswegen zählt das nicht als Normalbeschwörung. Also könnt ihr danach, obwohl ihr versucht habt, normal zu beschwören, eben so eine Zauberkarte einfach aktivieren. Finde ich halt eine sehr gute Veränderung und ist auf jeden Fall viel deutlicher und viel cooler fürs Spiel. Kommen wir jetzt auch schon zur letzten Veränderung. Und die letzte Veränderung hat es eigentlich ganz schön in sich. Sie gibt es schon seit längerem OCG und ja, hier müssen wir noch tiefer reingehen, denn hier geht es um Ketten. Wer nicht weiß, was eine Kette ist, der ist leider jetzt schon raus, denn das setze ich hier einfach als Voraussetzung, um eben die folgende Regel zu erklären. Aber alles Stück für Stück. Worum geht es genau? Wenn ihr zum Beispiel eine Kette habt und für Kosten oder ähnliches eben irgendeine Karte zum Beispiel auf den Friedhof wirft und diese Karte ein Friedhofseffekt hat. Dann aktiviert sich dieser Friedhofseffekt erst, nachdem sich die Kette aufgelöst hat und die Kette startet quasi eine neue Kette und wieder kann der Gegner reagieren etc. Auf jeden Fall aktiviert sich eben dann die Karte in einer neuen Kette. Das ist schon mal sehr wichtig. Soweit, so gut. Doch was hat sich jetzt eigentlich geändert? Naja, die Änderung sagt folgendes. Wenn die Karte, nachdem die Kette aufgelöst wurde, nicht mehr an den Ort ist, wo sie eigentlich ihren Effekt aktivieren würde, wird er auch nicht aktiviert. Doch was bedeutet das jetzt? Ich erkläre euch das Ganze einfach mal anhand eines kleinen Beispiels. Wenn ihr zum Beispiel den Effekt eines Tritrons-Monsters nutzen wollt und eben dafür ein Ritualmonster als Tribut anbietet, zum Beispiel Benten, dann opfert ihr als Kosten ja eben Benten auf den Friedhof. So, jetzt kann der Gegner zum Beispiel Diddy Crow aktivieren, eben auf den Triton und den Benten banishen. Jetzt wird die Kette von hinten aufgelöst. Das bedeutet, Diddy Crow aktiviert sich zuerst und eben banisht Benten aus dem Friedhof. Jetzt beschwört sich der Triton eben aufs Feld und aktiviert halt eben seinen Effekt. Und dann in einer neuen Kette würde Benten jetzt ja seinen Effekt aktivieren. Jedoch ist er jetzt nicht mehr an dem Ort, an dem er eigentlich seinen Effekt aktivieren würde. Denn er ist ja nicht mehr im Friedhof, sondern ist eben gebanished. Jetzt würde eine neue Kette starten, doch da Benten eben nicht im Friedhof ist, aktiviert sich diese auch gar nicht und es entsteht keine neue Kette und der Effekt verpufft quasi. Ja, und das ist jetzt eigentlich in einem kurzen Beispiel die neue Regelung. Ich finde die Regelung sehr gut, denn so muss man mehr nachdenken, muss vielleicht um das ein oder andere rumspielen und macht gewisse Karten auf jeden Fall spielstärker. Aber wichtig, dies betrifft nicht nur Friedhofseffekte, nein, sondern auch bei Beschwörungseffekten kann das relevant sein, beziehungsweise greift eben die neue Regelung. Wenn ich zum Beispiel einfach ein Monster beschwöre und mein Gegner dann reißender Tribut aktiviert und mein Gegner ebenfalls auf diesen reißenden Tribut dann im Revolt chained, löse ich die Kette natürlich von hinten auf. Wir machen das Ganze einfach mal. Bedeutet also, Revolt startet als erstes. Er ruft Omen aufs Feld, dann kommt der reißende Tribut, zerstört das ganze Feld und auch Omen, also das Link-Monster, geht auf den Friedhof. So, jetzt startet natürlich eine neue Kette und eigentlich würde Omen ja triggern, da er ja auf dem Feld einen Effekt hat, denn er sagt ja, wenn diese Karte spezial beschworen wird, kann er ja eine Karte banishen. Dieser Effekt funktioniert jetzt nicht mehr. Warum? Genau, die Karte ist nicht mehr an dem Ort, an den er sich eigentlich aktiviert würde, und zwar auf dem Spielfeld. Diese Karte ist jetzt nämlich in dem Friedhof und der Effekt verpufft quasi und daher kann er nur noch, wenn er auf den Friedhof gelegt wird eben, nur noch seinen Friedhofseffekt nutzen und nicht mehr seinen Beschwörungseffekt, weil eben der Effekt erst
in einer neuen Kette aktiviert wird und eben er nicht mehr da ist, wo er eigentlich sein sollte. Ich hoffe, diese Beispiele haben deutlich gezeigt, wie diese neue Regel zu verstehen ist. Wichtig zu erwähnen hierbei ist natürlich noch, dass zum Beispiel Diddy Crow Benton nicht negiert oder so, sondern einfach mit Diddy Crow dafür sorgt, dass die Spielmechanik verhindert, dass Benton eben seinen Effekt nutzen kann. Ist ein wichtiger Unterschied an der Stelle, denn ja, vielleicht denkt der eine oder andere, dass man vielleicht hier dadurch den Effekt negiert. Nein, man negiert ihn nicht, man verhindert nur aufgrund der Spielmechanik, dass der Effekt sich überhaupt aktivieren kann. Und ja, das waren auch schon die 5 neue Regeln. Ich muss sagen, die letzte hat es ein bisschen in sich und ist nicht ganz so leicht zu verstehen, aber die anderen sind eigentlich doch sehr simpel und ich vermute sogar, du hast schon bereits mit einer dieser Regeln bereits ein Event gespielt oder eben einfach so mit deinen Freunden, denn allgemein spielt man schon öfters mit diesen Regeln, aber jetzt, wie gesagt, ist es eben offiziell. Wie findet ihr denn die ganzen Regeln? Wie gesagt, ich finde sie sehr gut, sie entwickeln das Spiel sehr ins Positive, vor allen Dingen sagen sie jetzt klipp und klar, wie etwas zu handhaben ist, beziehungsweise wie etwas funktioniert. Und das ist eigentlich immer sehr gut, wenn das Spiel deutlicher und klarer wird. So, ich wünsche euch jetzt aber auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen wünsche ich euch noch viel Spaß beim Duellieren.